Guten Abend, ich lese nebenberuflich selbstständig Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF Wieso und ich bin angekommen, das ist das Buch, im letzten Kapitel Vorsicht Falle, welche Angebote Sie meiden sollten. So, als erstes stelle ich meine Eieruhr auf 30 Minuten, damit das hier nicht uferlos lang wird. Und das Kapitel hat folgende Teile: Verkaufspartys, Strukturvertriebe, Heimarbeit, Callcenter-Agent, Finanzmanagement und das Fazit. Und danach kommt der Anhang. Der Anhang besteht im Wesentlichen aus Adressen. Das sind die Adressen der Verbraucherzentrale. Es gibt auch einen Bundeszentralen, es gibt auch einen Bundesverband der Verbraucherzentralen und es gibt ein Stichwortverzeichnis. Da werde ich nicht weiter drauf eingehen. So, und dann gibt es noch ein Verzeichnis der Fotografien und ein Impressum, so wie sich das gehört. So. Vorsicht Falle, welche Angebote Sie meiden sollten. Häufig suchen Unternehmen sich nicht nur festangestellte Mitarbeiter, sondern auch freie Mitarbeiter, die bestimmte Aufgaben gegen Stundenhonorar oder Umsatzbeteiligung erledigen. Doch Achtung! Auch unseriöse Firmen gehen auf Mitarbeiterfang und am Ende stellt sich heraus, dass statt des erhofften Gewinns ein herber Verlust zu verbuchen ist oder dass sich der hoffnungsvolle Gründer gar in gesetzwidrige Aktivitäten verstricken ließ. Zum Abschluss dieses Buches soll daher ein kritischer Blick auf risikoreiche Geschäftsangebote geworfen werden. Bei den im Folgenden erläuterten Geschäftsmodellen sollten Sie beachten: Es handelt sich nicht immer durchweg um unseriöse Angebote, sondern auch um Marktsegmente, in denen sich häufig fragwürdige Anbieter tummeln. Wenn Sie ein entsprechendes Angebot erhalten, sollten Sie daher die Konditionen vor allem auch im Hinblick auf mögliche Knackpunkte kritisch prüfen. Das Kapitel heißt Vorsicht Falle, welche Angebote Sie meiden sollten. Als erstes der Teil Verkaufspartys. Ob Dessous oder Duftkerzen, Küchenartikel oder Kosmetik, viele Verbraucher werden regelmäßig von Bekannten eingeladen, um an Verkaufspartys teilzunehmen. Immer mehr Hersteller und Händler versuchen, ihre Waren über lockere Verkaufsveranstaltungen in heimeliger Wohnzimmeratmosphäre unters Volk zu bringen. Der Vertrieb über Verkaufspartys ist für Unternehmen sehr kostengünstig, weil sie keine hohen Fixkosten für Werbekampagnen und Verkaufspersonal einkalkulieren müssen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer arbeiten meist ausschließlich auf Provisionsbasis und als Werbemittel genügen Prospekte und Warenproben. Besonders angenehm für den Hersteller ist, dass der Interessent nicht wie im Kaufhaus oder Supermarkt einen direkten Vergleich mit Konkurrenzprodukten anstellen kann, sondern sich zunächst einmal auf die Aussagen der Verkäufer verlassen muss. Allerdings ist für die Partyveranstalter und Verkäufer der Erfolg längst nicht garantiert. Was als kurzweilige Warenverführung bei ein bisschen Sekt beginnt, kann hinterher im Ärger enden. Die Alarmglocken sollten immer dann läuten, wenn ein extrem hoher Preis verlangt wird.
ob die in Aussicht gestellten besonderen Eigenschaften den Preis auch wirklich rechtfertigen, lässt sich nämlich auf solchen Veranstaltungen kaum nachprüfen. Wenn dann hinterher enttäuschte Käufer die Geschäfte wieder rückgängig machen wollen, haben sie nicht nur Umsatzausfälle, sondern möglicherweise auch den Verlust von Freunden hinzunehmen. Als Wundermittel angepriesene Präparate zur angeblichen Linderung von Krankheiten boomen. Hier haben Scharlatan leichtes Spiel. Das macht keinen Sinn, was hier steht. Ich lese es einfach so vor, wie es hier steht. So. Als Wundermittel angepriesene Präparate zur angeblichen Linderung von Krankheiten boomen. Strich. So ein Gedankenstrich. Da fehlt aber der zweite. Hier haben Scharlatane leichtes Spiel, weil Verbraucher oft dann zu solchen Mitteln greifen, wenn die Schulmedizin bei ihren Leiden keine Linderung bringt. Wenn sie sich als Verkäufer auf solche Produkte einlassen, kann dies unter Umständen auch unangenehme rechtliche Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringen. Wird ein Mittel als unfehlbare Therapie gegen ein bestimmtes Leiden angepriesen, verstößt der Verkäufer mit seinem Heilungsversprechen gegen das Heilpraktikergesetz. Und auf die Schnelle lässt sich kaum prüfen, ob es sich um eine harmlose Nahrungsergänzung oder um ein Arzneimittel mit möglicherweise bedenklichen Nebenwirkungen handelt. Ist das Produkt als Arzneimittel einzustufen, ist der Vertrieb außerhalb von Apotheken absolut illegal. Strukturvertriebe, ähnlich wie die Veranstalter von Verkaufspartys, setzen auch Strukturvertriebe auf den Verkauf im privaten Umfeld. Dieses System, das auch als Network Marketing oder Multilevel Marketing bezeichnet wird, gliedert sich in mehrere Vertriebshierarchien. Jeder Verkäufer kann nicht nur Kunden gewinnen, sondern auch weitere Unterverkäufer beschäftigen. Dies geschieht natürlich nicht im Angestelltenverhältnis, sondern mit freien Mitarbeitern auf Provisionsbasis. Das Prinzip des Strukturvertriebs besteht darin, dass jeder Verkäufer an den Umsätzen der unter ihm angesiedelten Hierarchien mitverdient. Wenn ein Mitarbeiter des Strukturvertriebs ein Produkt verkauft, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein übergeordneter Verkaufsleiter, dessen übergeordneter Oberverkaufsleiter, dessen Regionalmanager und dann noch der überregionale Repräsentant einen Teil der Provision für sich abzwacken dürfen. Mit diesem System sollen die Mitarbeiter motiviert werden, neben neuen Kunden auch möglichst viele Vertriebsmitarbeiter zu akquirieren. Gelockt werden die Mitarbeiter häufig mit dem Versprechen, dass sie nach dem Aufbau einer eigenen Verkaufspyramide ihr Geld praktisch im Schlaf verdienen. So. Hierzu gibt es ein Zitat einer Rechtsanwältin für Versicherungen und Referentin für Versicherung bei der Verbraucherzentrale NRW, die urteilt. Ich dachte immer, nur Richter könnten urteilen, aber... Manche Strukturvertriebe halten zunächst die Hand auf, bevor die neuen Verkäufer überhaupt Geld verdienen können. Hohe Gebühren für Verkaufslizenzen oder für die Pflichtteilnahme an Schulungen und Kongressen sorgen dann bei den neuen Verkäufern erst einmal für Anfangsverluste.
und auf denen bleiben die Betroffenen sitzen, wenn sie nach kurzer Zeit erkennen, dass sie einem windigen Anbieter auf den Leim gegangen sind. So, weiter im Text. Es geht um Strukturvertriebe. So. Doch der Traum vom schnell und mühevoll verdienten Geld bleibt nur allzu oft ein Hirngespinst. Während die oberen 1 bis 2 Vertriebsebenen kräftig absahnen, laufen sich in den unteren Hierarchieebenen die Vertreter die Hacken wund, um halbwegs rentable Umsätze machen zu können. Dazu kommt, häufig werden in Strukturvertrieben Produkte und Dienstleistungen gehandelt, die alles andere als seriös sind. Fragwürdige Nahrungsergänzungsmittel, überteuerte Kosmetikartikel und hochriskante Finanzprodukte sind dort immer wieder vorzufinden. Nicht selten zählen die arglosen Verkäufer zu den ersten, die sich voller Euphorie mit den angeblichen Top-Produkten eindecken und erst hinterher merken, dass sie einem unseriösen Geschäft aufgesessen sind und Verluste gemacht haben. Strukturvertriebe meiden. Das Risiko, einem unseriösen Anbieter auf den Leim zu gehen, ist bei Strukturvertrieben außerordentlich hoch. Daher sollten Sie lieber auf Nummer sicher gehen und bei einschlägigen Angeboten dankend ablehnen. So. Der nächste Punkt im Kapitel Vorsicht Falle, welche Angebote Sie meiden sollten, ist Heimarbeit. In Tageszeitungen, Anzeigenblättern sind immer wieder ähnlich gestrickte Annoncen zu finden. Leichte Heimarbeit bis 1.000 Euro Monatsverdienst oder Geld verdienen am PC zu Hause. Mit solchen Werbesprüchen werden Menschen auf der Suche nach einem Nebenjob in die Heimarbeit gelockt. Mal geht es um kleine Montagearbeiten, mal um Produkttests oder um die Durchführung von einfachem Kundenservice am Telefon und per Internet. Doch häufig müssen die Heimarbeiter in Spee erstmal selbst in die Tasche greifen, indem sie eine teure 0900-Telefonnummer anrufen oder für ein paar hundert Euro ein Infopaket anfordern sollen. Ist das Geld erst weg, wird schnell klar, dass das vermeintliche Jobangebot lediglich eine Finte war. Unseriösen Anbietern geht es nur darum, möglichst viel Umsatz mit Anrufen oder den Bestellern der nutzlosen Infopakete zu machen. Konkrete Aufträge, Fehlanzeige. So. Es ist nicht mehr viel in diesem Buch und ich habe auch noch eine Viertelstunde. Ich denke, ich werde das zu Ende lesen, selbst wenn die Uhr klingelt. Callcenter-Agent. Callcenter haben einen höchst unterschiedlichen Ruf. Da gibt es die professionell arbeitenden Telefondienstleister, die mit gut ausgebildeten Fachkräften den Kundenservice von Herstellern und Händlern entlasten. Es gibt aber auch die telefonisch operierenden Drückerkolonnen, die auf Provisionsbasis ihre Opfer so lange beschwatzen, bis der Vertrag abgeschlossen ist. Dass dabei eher selten Produkte und Dienstleistungen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis verkauft werden, liegt auf der Hand. Tipp: Genau hinschauen. Prüfen Sie kritisch, was der Anbieter mit Ihnen vorhat, wenn Sie für ihn als freier Mitarbeiter von zu Hause aus telefonische Dienstleistungen erbringen sollen. Vorsicht ist geboten, wenn es um den Verkauf am Telefon geht. Egal, ob es sich um den Verkauf an Unternehmen oder an Privatpersonen handelt. Auch das Vereinbaren von Terminen für Verkäufer
dass zuweilen unter dem Deckmantel angeblicher Meinungsumfragen durchgeführt werden soll, zählt zu den Arbeiten im Callcenter, deren Seriosität mit einem großen Fragezeichen versehen werden sollte. So. Ich bin im Kapitel Vorsicht Falle, welche Angebote Sie meiden sollten. Und dann bin ich angekommen im Teil Finanzagent. Finanzagent. Die zunehmende Verbreitung des Internets hat dazu geführt, dass Finanzbetrüger vermehrt per E-Mail auf Opfersuche gehen. Besonders beliebt ist dabei die Finanzagentenmasche. Wer sich auf die Angebote einlässt, bekommt auf sein Girokonto einen Betrag von meist mehreren tausend Euro überwiesen. Das Geld soll dann über einen Bargeldtransferdienstleister wie Western Union an einen anonymen Empfänger telegrafiert werden, der meist in einschlägig bekannten Ländern wie den ehemaligen Sowjetrepubliken ansässig ist. Als Lohn für die Dienste werden Provisionen von 5-10% in Aussicht gestellt und auch bezahlt. Auf diese Masche sollten Sie jedoch nicht hereinfallen. Auch wenn es zunächst nicht den Anschein hat, dass man mit solchen Geschäften Geld verlieren kann. Auf diese Masche sollten Sie jedoch nicht hereinfallen, auch wenn es zunächst nicht den Anschein hat, dass man mit solchen Geschäften Geld verlieren könnte. Allerdings handelt es sich bei den Geldtransfers nicht um redlich erworbene Beträge, sondern meist um Diebesbeute aus Online-Betrügereien, die mit Hilfe argloser Schnäppchenjäger ins Ausland geschafft werden soll. Damit machen sich die Transferhelfer der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig und können sich im Fall einer Anklage durch den Staatsanwalt nicht mit Unwissenheit herausreden. Das beschäftigt ein Urteil eines Berliner Amtsgerichts. Dort wurde ein Finanzagent zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er 7.000 Euro in die Ukraine transferiert und dabei 490 Euro Provision eingestrichen hatte. Das Geld stammte aus der Beute einer Online-Banking-Betrugsaktion. Angesichts der ungewöhnlichen Konstellation hätte der Beklagte erkennen müssen, dass es sich um krumme Geschäfte handle, so die Richter in ihrer Urteilsbegründung. Fazit. Genauso wie bei der richtigen Selbstständigkeit gilt auch bei der nebenberuflichen Existenzgründung die Devise, dass Sie Ihr Glück am besten mit einer eigenen Idee versuchen und nicht warten sollten, bis Ihnen jemand die vermeintliche Chance Ihres Lebens anbietet. Gerade die unseriösen Geschäftspartner sind meist diejenigen, die Ihre Zukunft besonders rosig malen und Ihnen schnelle und hohe Gewinne in Aussicht stellen. Natürlich nur dann, wenn Sie gleich Ihre Unterschrift unter den Vertrag setzen. Aber lassen Sie sich von der Hoffnung auf schnelle Geld nicht blenden. Auch beim nebenberuflich praktizierten Geschäftsmodell braucht es eine gewisse Zeit, bis ein Stammkundenkreis aufgebaut ist und nach der Startphase schließlich Gewinne erwartet werden können. Umso mehr Spaß macht es dann, wenn sich die Idee etabliert hat und ohne fremde Hilfe der Traum vom zweiten Standbein zur Realität geworden ist. So, damit bin ich mit dem Buch durch. Tschüss, ich mache mit was anderem dann weiter. Ja.